Yo, was geht ab, YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, Freunde, es ist soweit. Der Club hat wieder auf und 350 Leute dürfen heute hier rein. Heute ist Samstag, gestern war ich auf einer Hochzeit und heute spiele ich hier im Club. Freunde, es ist einfach wunderbar. Schaut es euch an. Ich kann es einfach noch nicht ganz glauben, dass hier wirklich wieder die Städtische stehen, alles aufgeräumt ist und das ist einfach unfassbar für mich. Das ist wirklich, ich bin sowas von gehypt. Ich bin schon extra früher gekommen, weil ich es einfach nicht mehr aushalten konnte und es ist wirklich einfach zu schön, hier wieder zu sein, hier im Quasimodo. Wirklich, ich zeige euch mal so ein bisschen hier den Club. Ich habe euch ja schon mal alles gezeigt, aber jetzt zeige ich euch nochmal alles so ein bisschen mehr im Detail. Jetzt habe ich nämlich extra mir ein bisschen Zeit genommen für euch hier. Ja, hier hinten seht ihr schon das schöne Logo. Genau, hier auf der Bühne steht jetzt gerade noch ein paar Bässe rum. Wie gesagt, es wird alles, also das war hier 1,5 Jahre gefühlt so ein Lager, was ja auch verständlich ist. Und war ja eh nichts und wird jetzt ruckzuck innerhalb von 3 Tagen aufgeräumt. Und ich bin hier gerade schon mal mich aufbauen. Das ist hier so unser Tisch. Und einfach ganz normal hier das DDR-SX. Christian ist heute auch mit dabei. Und hier haben wir einfach so ein Pioneer-Pult stehen, da können wir noch Handys anschließen und so weiter. Und hier steht dann unser Lichtpult. Ich mache ja auch automatisch noch Licht mit. Weil ich hier normalerweise immer Licht mache, zusammen mit noch ein paar anderen. Und das mache ich halt einfach mit Christian zusammen dann. Wie gesagt, wir sind ja zu zweit. Und im Einsatz haben wir leider nur, weil es so spontan war, hier oben diese 6 Heads von Kobalt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ne, das sind glaube ich nicht die X30, ne, sind es nicht. Aber das sind schöne Heads und also ich hätte eigentlich noch gern hier hinten die Washer noch dabei gehabt, aber naja, gut, wie gesagt, war alles relativ spontan. Genau, hier seht ihr mal den Club in voller Pracht, ohne Livestream, ohne alles und ist noch ein bisschen dreckig von gestern, wird noch geputzt hier und oben ist momentan zu der Bereich, die Empore, es ist nur unten auf, wie gesagt, es dürfen nur 350 Leute rein, normalerweise passen fast 900 rein und war einfach wieder schön hier, diesen Anblick, den hatte ich schon 1,5 Jahre so nicht mehr und ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu zeigen, wie gesagt, hier das ist so mein View, den ganzen Abend über. Und also heute mache ich euch auf jeden Fall viele Impressionen. Gestern auf der Hochzeit, wo der Gigclub schon, denke ich, vorher online sein sollte, bevor dieses Video hier kommt, da wollten die ja nicht, dass ich filme, was ich absolut verstehen kann. Deswegen das frage ich auch immer vorher, weil würde ich zum Beispiel, denke ich, auch momentan nicht wollen, so auf meiner Hochzeit, dass da mitgefilmt wird, was ich absolut verstehen kann. Also entweder verpixel ich die Leute da oder, aber hier ist ja egal. Also gibt ja das Gesetz, sage ich mal, dass man ab einer bestimmten Anzahl von Personen ja filmen darf, also wenn es jetzt irgendwie 10 Personen oder 6 oder 18 sind, irgendwas, aber 10 Personen haben wir hier locker, dann gilt dieses mit dem Datenschutz, mit dem Filmen und Fotografieren ja nicht mehr. Und wie gesagt, ich bin einfach nur absolut glücklich. Es ist 6 Uhr und um 10 geht es erst los, aber ich habe so Bock, Freunde, ich baue mich hier schon mal auf, möchte auch alle Fehlerquellen ausschließen und Freunde, es gibt auch noch dann einen kleinen Aftermovie, ich habe extra einen Fotografen engagiert und ich habe Konfettikanonen mir besorgt. Auch heute mit dem Funkmikrofon ein bisschen die Leute anheizen, habe ich so Bock. Heute wird wirklich ein Partyabrissen Comeback, wie sie es auch gehört. Und 350 Leute. Klar, das verläuft sich hier sogar. Also, beziehungsweise es verläuft sich eben nicht, weil die Empore oben ist zu und trotzdem unten, das sieht relativ viel aus. Normal passen hier 900 Leute rein, aber mit 350 sieht es sogar relativ voll aus. Und ich bin aber überhappy, Freunde. Was soll ich noch groß sagen? Ist wieder hier viel zu lang. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich später. Draußen noch Public Viewing. Der Außenbereich hat ja immer noch auf. Ist draußen im Biergarten mit Public Viewing. Wer es noch nicht weiß, jetzt hat eben wieder dieser Innenbereich hier auf, der Club an sich. Und wir sehen uns später auf jeden Fall. Macht's gut. Freunde, es ist soweit. Noch 10 Minuten, dann ist Einlass. Ich bin so hyped. Es ist einfach so geil. Es ist richtig Vibe. Ich bin sogar so auch ein bisschen aufgeregt, aber ich habe einfach richtig Bock. Ist hier ein bisschen schwierig mit dem Licht, weil wir keine Hintergrundbeleuchtung haben. Diesmal nur Spots vorne. Aber so geil. Schaut es euch einfach an. Es ist wirklich traumhaft. Gleich geht's los. Christian ist auch dabei. Es ist einfach wunderbar. Ich freue mich einfach schon so hart. Ihr werdet genug Impressionen sehen. Freut euch drauf. Bis gleich.